Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir endlich mal Ashes of Creation Apocalypse. Ich habe lang drauf gewartet, seit dem 18. Dezember 2018 ist es raus. Leider waren seitdem immer die Server down, ja, also ziemliche Startprobleme, aber ich verzeih Interpret. Das spielt ihn eben mehr so als Stresstest, ja, als gute Vorbereitung für das MMORPG. Apocalypse ist ein Ableger von dem MMO und zwar ist es hier nur pures PvP. Wir starten hier mit Battle Royale. Es kommt noch ein Castle Siege Modus und ein Horde Modus dazu. Wird die nächste Zeit, denke ich, dazu kommen. Wann genau, weiß ich nicht. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Ich freue mich drauf. Endlich ist es soweit. So, und das sind wir wieder. Ich zeige euch mal den schönen Ladebildschirm. Das Spiel startet. Das Warten wollte ich euch ersparen, da es ein bisschen dauert. So bekannt ist das Spiel anscheinend auch noch nicht, ja. Wie ihr schon hört, wird schon fleißig gestartet. Das Battle Royale ist wie andere Battle Royals aufgebaut. Das heißt, am Anfang versammeln wir uns hier großartig mit der richtig nice Grafik. Hier meine anderen Kollegen. Man kann auch andere Charaktere freischalten, habe ich gesehen. Ja, dann probieren wir mal aus. Also es ist jetzt mein zweites Game erst, ne? So, man kann ausweichen. Das ist natürlich cool. Kostet Ausdauer. Unten seht ihr den grünen Balken, ist Ausdauer, Leben. Dann haben wir eine Rüstungsanzeige. Die Rüstung sammeln wir im Spiel. Und der kleine Stern ist die Mana-Anzeige. So, was haben wir da noch? Inventar. Das schaut ein bisschen mau aus. Das könnten sie noch ein bisschen überarbeiten. So, Drop. Ah, okay, auf T drop mal die Waffen. Ja, ist schon nice Grafik, ne? Und ein richtig cooles Tor. Und das Tor zum Battle Royale. Erwartet bitte kein Bro-Gaming, ja, weil ich bin eigentlich recht schlecht in sowas. Aber ich zock sowas verdammt gern. Und sämtliche Versprecher bitte auch verzeihen, denn ich nehme das gerade während den Spielen auf. Und ihr wisst ja, Männer und zwei bist. Zwei Sachen, das ist so eine Sache. Okay, heller Bildschirm. Okay, the end of the world. Okay, wir fliegen nach unten. Wir fliegen auf einen Greifen, für den es übrigens auch Skins gibt. Also es gibt auch weiße Greifen, Feuergreifen und so weiter. Und ich sehe die Welt, die ist auch recht groß. Ja, und zack. Die Welt ist auch sehr groß. Sehr groß, wirklich sehr groß. Da hinten ist der Burg. Da muss ich auch unbedingt mal hin. Da ist bestimmt richtig geil zu kämpfen. Ja, also Grafik kann man jetzt nichts sagen. Na, also dafür, dass es eine Open Beta ist, ist es in Ordnung. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hinfliegen soll, ohne dass ich gleich auf die Schnauze kriege. Ich kenne mich wirklich in dieser Map noch gar nicht aus. Ich fliege jetzt einfach mal dahin. Ah, da fängt schon an. Da ist der erste. Oh. Aber wir kämpfen nicht mit Axt. Wir sind zivilisiert. Okay, dann hoffen wir mal auf Loot. Whoppa! Okay, der erste ist schon tot. Ja, eine echt nice Brücke. Wahrscheinlich hat schon jeder Waffen, nur ich habe wieder nichts. Ja, da hinten ist schon einer. Es kann sein, dass ich gleich sterbe, aber dann mache ich die nächste Runde natürlich auch für euch. So, und da hätten wir Mana. Mana brauchen wir zum, wer weiß es, Zaubern, wer jetzt gedacht. Ich hätte gerne mal eine andere Waffe. Yes, yes, woo! Ich glaube, ich mache noch die nächste Runde auch noch. Bis gleich. So, liebe Leute, ich habe mich mal verschoben, dass ihr auch mal seht, was ich unten rechts für Waffen und so weiter habe. Ich würde gerne hier starten. Irgendwie ist es, glaube ich, ne, okay, ist nicht buggy. Ich habe gedacht, mein Greif kommt gar nicht mehr. Ihr habt gesehen, die erste Runde war nicht so gut. Das zum Thema Bro-Gaming, ja. Es kann sein, dass die zweite Runde auch nicht so geil wird, aber ich will euch jetzt auch nicht zeigen, wie gut oder wie schlecht ich bin, sondern ich will euch mal das Game zeigen. Und ihr habt gesehen, das geht ganz schön ab, ja. Also ich war mit drei Schlägen mit der normalen Axt, ja, mit dieser Bronze-Axt, die ihr unten rechts seht, auf F, ja, die man anscheinend immer hat. Oder ich weiß nicht, ob man die austauschen kann. Die man hat. Ich
man ist recht schnell tot, ne? Und das ist ja, das zieht ja die, das ist wie bei den Mücken hier, ne? So, wir fliegen mal dahin. Ich hoffe, wir sind jetzt mal allein. Wir haben ein bisschen Zeit für uns. Die Gebäude sind auch richtig cool aufgebaut. So, jetzt haben wir mal eine Waffe. Und einen Feind haben wir, glaube ich, auch, habe ich gehört. Die Waffe schaut ja auch mega aus. Okay, da war schon ein Feind, der war unsichtbar. Was ist das? Soll es ein Schild sein? Ich weiß es nicht. Da schießt doch irgendwer auf mich. Ist da wer unsichtbar oder was? Okay, also das Waffendesign ist schon mal mega. Uhu! Da ist so ein Bengel. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt zeigen wir mal Gerny Style. Ist ja wie Fortnite hier. Ah! Zack, boom, bang. Okay. Müssen wir uns schon kurz mal safen, weil ich will hier nicht. Boah, voll cool in der Armbrust. Okay. Das heißt jetzt, wir nehmen das und ziehen das da hoch. Ne, so, okay. Leider sieht man die Rüstung so nicht. Aber ja. Also der war jetzt richtig schlecht. Na, normalerweise habe ich es nicht so leicht. So, wie ihr jetzt seht, rechts unten habe ich jetzt zwei Dinge dazu bekommen. Das sind immer Fähigkeiten. Ich müsste sie selber mal durchlesen. Da gibt es zum Beispiel ein Self-Heal oder. Wow. Wow, das ist ja sehr endkrass. Der zoomt wegen Eich, oder? Hat er mich jetzt gesehen? Zack! Mama liebt dich! Mama liebt dich! Okay, ich behalte mal die Armbrust. Ich glaube, die können die mir gefallen. Auch null Armor, okay. Wir nehmen mal die hier. Ja. Legendary Scepter. Okay. Okay, die ist kaputt. Ja, das seht ihr, also richtig nice Waffenauswahl auch. Na, ne? Bogen. Helebarde, ein Zauberstab ist das, ja, das schießt auch richtig schön. Ich muss aber auch sagen, ja, das muss ich euch mal zeigen. Das ist mega krass, das hatte ich gestern auch. Bam! Also, tut mir leid, ey. Es gibt schon ein paar unfaire Sachen hier, ne? Ja, das hat alles null Armor, ne? Das ist ein bisschen bitter jetzt. Was ist denn das? Das hatte ich auch noch nicht. Wow. Nö, dann nehme ich lieber das Buch. Okay, Leute. Es ist eine Real-Life-Aufnahme, ja, ihr wisst. Ja, bleibt doch ruhig, das wollte ich gar nicht. Ach, da bin ich, okay. Ja, gut, wie Battle Royale kommt nach der Zeit, wie ihr oben rechts seht, unter der Minimap haben wir die Zeit, bis die Ding kommt, bis die Zone kommt. Ich nenne es mal Zone oder The Wall of Death. Es leben noch 33 Leute und zwei Stück habe ich gekillt. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Die zweite. Also, rechte Maustaste ist wahrscheinlich auch blocken. Ah, das Ding ist ja nice. Oder ist es blocken? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ah, nice. Okay, rechte Maustaste halten und dann. Ah, da macht man so einen Vorstoß hier. Das ist echt nice. Kostet natürlich gut Ausdauer. Und ich habe natürlich mein Buch jetzt versaut. Ich habe es komplett leer gemacht. Und wie ihr seht, unten rechts, es ändern sich pro Waffe, was ich hier nehme und so weiter. Es ändert sich halt auch. Ach so, jetzt kommt das Schild. Ah, das ist eine Fähigkeit.
Das ist eine Fähigkeit, Leute. Richtig cool, Mann. Und ihr seht dann unten dran, es ändert sich einfach. Ach, schaut euch das an, Mann. Schaut euch das bitte an. Ich bin echt richtig verblüfft, muss ich sagen. Also das. Ja, dann nehmen wir doch eine Legendary. So, ihr hört's, ja? Wie den Battle Royale hört man die Drohnen. Ah, okay. So, jetzt haben wir ein paar Hosen. Ein paar Boots. Ja, okay. Ja, ihr seht selber, ist noch ein bisschen laggy alles. Okay, die Drohnen hört man hier auch. Okay, hier haben wir eine. Cool. Dann bleiben wir mal auf E. Und. Also, ich habe auch noch keine. Also, die Farben sagen ja auch wieder Legendary, Episch und so weiter. Ich habe jetzt wirklich noch nicht reingefuchst, was wirklich. Aber ich glaube, Rot ist Legendary. Also, müsste mit das Beste sein. Okay. Ich höre Schritte, ne? Ich höre Schritte. Leute, das könnte jetzt unser Ende sein oder auch nicht. Ja, man hört die schon krass, die Schritte, ne? Das ist nicht so wie in manch anderen. Hallo Ibims. Dr. Death. Okay. Ja, nice. Also Leute, ohne Müll. Erzählt mir bitte nicht, dass das nicht geil ist. Dass das nicht geil ist. Okay, da haben wir einen. Nein. Okay, Leute. Ihr habt's gesehen. Ich lasse es für heute sein, es macht ja gar keinen Sinn, ja? Wenn ich euch Proplay, dann müsst ihr, wenn ihr Proplay sehen wollt, besser gesagt, dann müsst ihr was anderes anschauen oder wem anderen zuschauen. Ich wollte euch das Spiel mal zeigen, ich finde es richtig cool, also mir gefällt es echt gut. Ich hoffe, dass noch ein paar Leute mitzocken, dass ich nicht so ganz allein bin. Wie gesagt, Castle Siege, also Schlossverteidigung sozusagen und ein Horde-Modus kommt doch dazu, dann dürft ihr noch nicht dabei sein. Ich hoffe, das MMO wird genauso geil, also auch vom Kampfstil und so weiter her. Ich freue mich eigentlich mehr aufs MMO, ich warte mehr aufs MMO. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne wünsche ich euch alles Gute. Das mache ich doch gern nie für euch. Ich wünsche euch was. Ciao, Gerni ist raus.